Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Champions of Regnum 2021. Jetzt dieses Mal mit dem neuen Mikrofon. Ich bin hier am Leveln gewesen und eventuell ist XP-Bonus aktiv, ich weiß es nicht genau. Heute ist ein Update geplant. Das ist aber alt, okay. Scheinbar nicht. Okay, keine neuen. Ablehnen. Wahrscheinlich wegen dem EXP-Booster. Ist einfach dieses Fenster, das nicht aktualisiert ist, offen. Okay, dann doch nicht. Ja, das letzte kam ja am 28. Oktober und die brauchen immer so ungefähr, weiß nicht. Ja. Also seit März ist, glaube ich, kein Update mehr gekommen. Scheinbar. Naja, also es ist eben halt nicht mehr so beliebt, scheinbar bei den Entwicklern, also da etwas zu machen. Also scheinbar haben wir schon XP Booster gut. Also wir haben jetzt 200 irgendwie mehr und auch nochmals irgendwie doppelt oder so. Ja. Genau weiß ich das jetzt nicht. So vom Sehen da unten links. Zu schnell wieder weg. Jo, ich bin immer noch sehr motiviert, das Game zu spielen, auch eben, wenn man sieht, halt das Game ist jetzt wirklich nicht der Mega-Renner. Aber das ist mir eigentlich ja, sowas von egal, eben, das Spiel macht Bock, ist motiviert, die Downsides sind halt ein bisschen da, aber gut, eben, man hat einfach eine Freude, auch wieder stärker zu werden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es geht schneller als damals, ja, als ich aufgehört habe wegen diesem Einlog-Absturz-Bug. Und ja, sollte eigentlich jetzt auch besser gehen mit der Zeit und alles Mögliche. Damals hatte ich ja sehr wenig Zeit und die Aufnahmen gingen ja mega lange zum Hochladen damals noch. Aus irgendwelchen Gründen. Elite-Beschwörerhut, okay. Auch wieder weiß. Naja. Jo. Und jetzt, bin ich sowieso motiviert wegen dem Mikrofon. Jetzt kann ich wieder livestreamen, auch anständig, ohne dass das Mikrofon dann immer wieder aufhört zu existieren. Also keinen Ton mehr macht. Jo. Genau. Jetzt ist es leider dunkel. Aber, jo. Wir sehen noch genügend. Ja. Ist ein bisschen doof in den Aufnahmen, das glaube ich noch ein bisschen dunkler. Aus welchem Grunde da YouTube immer die Videos dunkler machen tut. Aber ja, ist halt YouTube. Wir hatten ja jetzt erst wieder kürzlich Stress, weil sie die Dislikes-Funktionen ausgestellt haben. Für mich ist es okay. Dann sehen die Leute nicht mehr, wie ein einziger immer wieder disliked, aber naja, das ist halt der Grund, wenn man irgendwie ein Hate hat oder sonst irgendwas, dann muss man natürlich immer disliken und das geht nicht mehr. Also für mich ist es positiv. Ich mag Hater sowieso nicht, ich kann sowieso die Beweggründe der Hater nicht verstehen. Wenn sie doch irgendwie etwas haben, dann sollten sie schreiben und dann wird es hoffentlich auch geklärt, aber meine ja, ja, vielleicht ist es ein Zürte, der von mir mal besiegt worden ist oder so. Kann ich verstehen. Ja, soll er halt in Ruhe ja, haten. Ja, die leiden natürlich mehr, bis sie sterben. Ja, haten ist schon fast ein Fluch, der einem. Ja, das macht, als würdet ihr gestorben sein. Jo. Also einfach leidet, nichts mehr machen könnt. Nur noch haten. Ist schon schlimm, also. Ich meine einfach. Niemand sollte haten müssen. Und, jo. Man hat ja auch keine Aufgabe, denn. Also Leute irgendwie ins Unglück stürzen oder sonst irgendwas. Naja, keine Ahnung. Ich verstehe es sowieso nicht, weil ich ja nicht hate. Ich habe erst kürzlich ein paar andere
Let's Play, also Let's Play Videos machen von Champions of Regnum angeschaut und ja, sind halt meistens da diese Choreografien, also einfach die Kämpfe zeigen in der Warzone. Ich habe ja das jetzt in den letzten paar Parts gemacht und ich denke jetzt momentan tue ich lieber mich mega konzentrieren aufs Leveln und zeige euch dann wirklich sehr viel von der Warzone. Weil momentan ist es so, dass wir eigentlich immer unterlegen sind. Im letzten Part hatten wir Glück, aber da war ich halt auch immer noch unterlegen. Ich brauche einfach die Level. Und ja. Ich schaue jetzt gerade mal, wie viel wir bekommen. Wir bekommen sehr wenig über. Also ich kann schon 500 kaufen. Aber eben das ist erstmal sehr, sehr viel teurer. Und ja, da müssten wir wirklich Glück haben in der Warzone. Und so. Ja, bringt es auch etwas. Was wir machen könnten, ist zum Barbar wechseln. Oder zum Schützen. Aber da habe ich eher so eine Angst, dass ich wirklich gar nichts reißen kann. Ich möchte nämlich diesen Charakter vor allem fürs Farmen dann benutzen. Jo. So, wir haben ein paar Lootboxen, die machen gleich mal auf. Erfahrung nochmals bekommen. Ah, okay, dann müssen wir noch aktivieren. Ja, dann aktivieren wir die Erfahrung. Dann müssen wir nichts ausgeben, weil meine Ximerin haben jetzt schon sehr. Ja, in rund 13.000. Die brauche ich noch für XP-Boost und so. So, nochmals 50. Und. Feindliche Knochen. Wow, das ist ja mega cool. Dankeschön. Vier feindliche Knochen. Okay, der Tagesbonus ist wieder weg. Ich habe eben noch Mikrofon getestet. Ging einige Zeit. Ich glaube 15 Minuten sind die aktiv und in 15 Minuten habe ich auch noch ein bisschen Mikrofon angestellt. Ja, ist nicht so schlimm. Ist ja nur weiß nicht, 50% oder so. 25% glaube ich nur. Ja, ich glaube nur 25. Ist ja sehr wenig. Jo. Das mache ich halt fast den ganzen Tag lang. Ja, okay, Pass of Exile spiele ich ja noch sehr viel. Also ungefähr so einen halben Tag lang mache ich das. In der Nacht habe ich Pass of Exile gespielt, wenn ich nicht schlafen konnte. Und ja. Da komme ich auch relativ vorwärts. So, tun wir doch den Bären besiegen. Wir sind zwar jetzt noch Level 55, also 4 Level höher, aber dennoch kann ich sie relativ schnell und gut besiegen. Nur die Beschwörungen, die dürfen nicht angegriffen werden, die sterben sonst zu schnell. Dann habe ich hier noch einen Brief, den können wir auch noch kurz holen. Wir können ja mal kurz in die Warzone und den Wind gehen. Also wir sind schon in der Warzone, aber können mal kurz in den Wind gehen. Ja, vielleicht gibt es dort ein paar Leute, die kämpfen gerade. Ja. Also der Stab, ja, mega schwach. So. Also, das mache ich später. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder lange warten. Komm, vorwärts. Zeigt mir auch an, wenn ich kann. Jetzt, okay. Sehr gut. Ein bisschen Kohle könnten wir noch holen. Ein Schatz, das sind manchmal... Ja. Ich wollte es gerade sagen. Echt gute Stäbe dabei, aber... Ja, das ist nur Level 41. Also den Schatz habe ich schon mal, glaube ich, Level 52 gelbe Eisstab bekommen. Und wahrscheinlich ist auch grün möglich. Ja. Also gehen wir kurz hier oben drüber, um Kohle zu holen. Damit ich mir dann relativ schnell dann auch mal noch, ja, sagen wir einfach eine Ausrüstung holen kann. So, bitte, werde wieder Tag. Und wieso bin ich jetzt hier runtergefahren? Das ist doch nicht steil. 2. Okay. Ja, Geld bis 4.
Oh, es geht auch 1. Ja, wieder 2. Ja, wieder 2. 2 ist natürlich schon am häufigsten. Okay, das ist nur ein reflektierender Fleck. Jemand hat in der Steam-Bewertung geschrieben, dass der Boden so glänzt. Okay. Was würde er mit einer Flüssigkeit benetzt sein? Also ich sehe nichts. Keine Ahnung, wahrscheinlich die Leuchteffekte am Tag oder so in der Nacht. Also bei Vollmond. Ist eigentlich Vollmond fast. Ja, jetzt. Das ist kein Wasser. Ja, die Grafik, also vor allem die Lichteffekte sind natürlich nicht realistisch. Schon klar. Ist ja auch eher ein Comic-Game von der Grafik her. Und sonst wird eigentlich oft das Game gelobt. Ich bin positiv überrascht gewesen. Ich wollte ja das vor ein paar Parts mal anschauen. Hatte erst, so weiß nicht, vorgestern Zeit. Ja, es sind wirklich kaum Spieler online. An diesem Zeitpunkt, das ist 12 Uhr 28 am Samstag. Was ist denn für ein Datum? 20. November, okay. Der Reijots, okay. Hat sie einen Briefkasten, glaube ich schon. Hä? Können wir das noch kurz machen? Jo, Heute fange ich, wenn ich jetzt das Mikrofon eingestellt habe, auch mit Forza Horizon 5 an. Da hat es auch ein Update gegeben, wo ein paar Sachen fixt. Weil ich hatte immer so Serverprobleme, dass die Landschaft nicht geladen hat und so. Aasgeige, Juwel, Drachenfluch. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist Ding, ein Artefakt, das nötig ist. Ist das ein Crafting-Material? Ja, ist es nicht mehr. Ich kenn's, aber weiß denn ja nicht mehr wahrscheinlich zum Craften von irgendeinem Drachen Stab oder so. Keine Ahnung. Der geht auch irgendwo einfach hin. Könnt jetzt mal zum Ork-Lager gehen und schauen, ob die jetzt orange sind. Die Säbelzahntiger muss ich auch langsam. Ja, die sind auch orange. Schade. Keine Ahnung. Muss noch leveln. Okay, die sind gelb. Ich müsste eigentlich die jetzt nehmen. Ikuriholz brauche ich gerade nicht. Und die ist noch orange. Okay, ich muss die jetzt einfach nehmen. Ich hoffe, ich werde nicht einfach angegriffen von Syrtenregen. Aber das ist halt eine Situation, die so ist. Da laufen viele durch, um zu Akersburg zu gehen. Oder um Meni zu erreichen von den Syrten. Naja. Okay, ja, der Schaden ist hoch noch für den. 56. Das bringt's noch nicht. Also kann ich jetzt momentan noch nichts machen. Um sie zu Schaden zu erhalten. Ja, schade. Okay, das ist es mal noch nicht. Ich sollte eigentlich dort, wo wir gefarmt haben, weiterfarmen. Was wir machen könnten, ist ins Reich reinzugehen, um dort ein paar Quests noch abzugehen, glaube ich. Ja. Also eine Quest in Monsognir und Gokstad ist einfach die Reichsquest. Der Bote. Der Postbude. Ich gehe mal hier rein und wir gehen einfach so nach Monsognir, das ist kürzer. Vielleicht ist hier was los, aber ich glaube eher nicht und man bekommt auch keine Erfahrungspunkte von den Spielen über. Also wir gehen nicht rein.
Ja, es ist halt immer so, dass meistens nur ein Gegner da ist und ein anderer vom anderen Reich noch und von unserem Reich auch meistens noch einer da ist und das bringt es überhaupt nicht, da ich jetzt auch nicht so viel machen kann, also ganze Zeit healen. Naja. Also eben momentan ist halt nicht so viel los. Ich muss einfach nur kämpfen die ganze Zeit. Quests sind leider vorüber. Es wird wahrscheinlich keine Quest mehr geben. Ja, vielleicht eine noch oder so. Schade. Ja, also da muss ich einfach schauen, dass ich so schnell wie möglich euch natürlich die Reisquests, also nein, die Schlachten, die Warzone-Schlachten wirklich auch zeigen kann. Kann gerne mir jemand unterstützen. Aber eben, wenn es nicht geht, dann geht es ja nicht. Und wenn ich sehe, ja, es bringt nichts, wirklich eine Aufnahme zu machen, dann mache ich einfach mal noch keine Aufnahmen, bis wirklich was los ist. Also heute Abend nehme ich noch mal ein Part auf, aber wenn am Abend so ungefähr um 19 Uhr auch noch nichts los ist oder so, ja, schaue ich mir einfach mal, dass ich da einfach mal noch zuerst Leveln tue. Also da muss ich wahrscheinlich einfach Geld investieren. Den hatte ich mal eine arme Schlucke. Ich kann nicht immer das sofort machen. Mal kurz was trinken. Naja. Jo, also, eben die Quests abschließen. Ich weiß, es ist momentan echt nicht viel los. Also, die Spiele sind momentan nicht aktiv. Gestern Abend war ich ständig hier. Und es gab keine richtigen Reichsschlachten. Ich könnte euch ja mal Regnum Sentinels zeigen. Dort steht auch immer, was passiert ist. Und es ist ja eben herzlich wenig passiert. Es sind momentan auch alle Reiche am Ort. Also Juwelen am Ort in den Reichen, meine ich. Und ja. Jo, ist jetzt nicht gerade so viel zum Zeigen eben. Also eventuell werde ich mal Guild Wars 2 anschauen, da gibt es auch sogenannte ja, Fortschlachten oder so, so bestimmte Sachen zum Angreifen. Oder wenn ich dann mal Geld habe, auch Geld bekomme, durch Spenden oder so, durch Werbung. Mal Ashes of Creation dann anschauen. Aber eben solange jetzt in diesem Game nicht viel los ist, kann ich einfach nicht viel zeigen. Das ist leider einfach so. Irgendwie haben die Spieler nicht so viel Lust. So, jetzt will ich auch kommen. Irgendwie muss man immer ein bisschen warten, bis der Glitch funktioniert. Ja. Ist doch ein bisschen zu steif für ein Pet. Zu Fuß geht's, glaube ich, noch knapp. So, also jetzt müssen wir kurz schauen, wo das ist. Da bin ich beim Bibliothekar. Jo. So. Ausgewachsener Schneewolf. Ja. Sind die nicht ein bisschen zu leicht? Wieso müssen die jetzt hier besiegt werden? Das tut mein EXP wieder Schaden. Ja, ich denke, wir gehen jetzt einfach wieder zurück und leveln dort. Ist auch hier ein Gestein ist, okay. Weil keinem Auktionshaus ist. Aber da kriegen wir ein Spieler. Ich habe einen Spieler gesehen, glaube ich, aber keine Ahnung, wo der hin ist. Kurz davor, als ich das Gestein eingesammelt habe, habe ich links einen Spieler gesehen, herum. Lauf, also, ja. Reiten. Gut, also. Ja, jetzt sind wir bei 19 Minuten. Ich habe ja letztens einen sehr langen Part gemacht. Jetzt mache ich halt mal einen kürzeren Part. Ich gehe dorthin, das müsst ihr ja nicht mehr sehen. Das haben wir anfangs Part gezeigt. Und wenn irgendwas los ist oder so, oder wenn sich auch jemand mal meldet oder so, ich tue gerne aufnehmen, euch zeigen, euch irgendwas Gutes tun oder so. Und vielleicht könnt ihr ja auch etwas Gutes für mich tun. Damit das Let's Play natürlich auch
relativ gut weitergehen kann täglich. Ja, also, ich muss einfach am Abend genügend fit sein und dann kann ich natürlich auch wirklich Aufnahmen am Abend motivierender machen. Weil gestern Abend war ich extrem müde. Durch 2,5 Stunden Joggen und der BS und so Fluss entlang. Naja. So, ist wirklich wunderschön gewesen, aber es ist arschkalt gewesen. Naja. Es denkt natürlich noch ein bisschen mehr an, wenn man jetzt nicht unbedingt so warm eingepackt ist. Ja, mehr als 2 Pullover und 2 Jacken kann ich gar nicht anziehen. Ich habe eine kurze und also eine dünne und eine dicke Jacke angehabt. Und ja, ich habe mich wie ein Panzer gefühlt. Naja. Ja, es war Minusgrad. Naja. Dann, Dankeschön fürs Schauen. Bis nächstes Mal. Tschüss.